Hallo Stadtgärtner, dies ist Kresse. Normalerweise kennen die meisten Brunnenkresse als ganz kleine Pflanze, die frisch geerntet wird. Wenn man sie größer wachsen lässt, ergibt das irgendwann eine so hohe Staude bzw. eine zweijährige Pflanze, die blüht und dann meistens wieder eingeht. Allerdings setzt diese Pflanze auch, wie ihr hier seht, kleine Blüten unter den Blüten kleine Fruchtbehälter an, wo dann entsprechend Samen herausfallen, die die Kresse wieder aussehen. Die Brunnenkresse ist sehr wasserbedürftig, müsst sie in der Jugendzeit sehr gießen, im Alter geht es einigermaßen. Was ihr machen könnt, diese Kresse essen, sie schmeckt vom Geschmack ähnlich wie Rucola, nur ein bisschen schärfer. Als Brotaufbelag und ähnliches ist sehr angenehm, vor allem wenn sie in die Blüte kommt, wird sie noch etwas schärfer als sonst sie normal ist. Ansonsten könnt ihr euch jetzt ein bisschen Kresse ernten oder ihr wartet bis halt Samen entstehen und die zu Hause wieder über den Winter aussehen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit der Kresse und denkt daran, dass die am meisten und schnellsten keimende Pflanze, die ist teilweise innerhalb von 3 Tagen sieht man die ersten Pflanzen, wenn die irgendwo aussieht. Was ich noch sagen muss, es gibt noch einen Kressetest, also wenn ihr irgendwo nicht wisst, ob das Substrat krank ist, ob das gut ist oder sonstiges, seht ein bisschen Kresse drauf aus, wenn die aufwächst und gut wächst, wisst ihr, das war in Ordnung. Wenn die nicht gut wächst und eingeht und so, wisst ihr, da waren irgendwelche Schadstoffe drin. Deswegen ist die Kresse nicht nur eine wichtige Gemüsepflanze, sondern auch eine wichtige Testpflanze, zum herausfinden, ob die Erde in Ordnung ist. Damit wünsche ich euch viel Spaß und noch einen schönen Tag.